Mimi. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge in meinem zukünftigen Zuhause. Wie ihr gesehen habt, sind wir hier in der Küche. Ja, da würde ich sagen, ich zeige euch erstmal den Zeitraffer, wie wir das hier rausgekloppt haben. Und dann sehen wir uns später wieder. So, die Lehmdecke ist jetzt auf alle Fälle komplett unten und wir müssen hier noch den ganzen Lehmgedöns rausholen. Das ist so eine Lehmdecke runterzuholen, ist eine richtige Drecksarbeit. Und ja, wir werden hier jetzt weiter aufräumen. Dann im späteren Verlauf werden wir die Mauer wegreißen. Da werden wir auch Ziegel für Ziegel runternehmen, damit wir die Ziegel wiederverwenden können. Heute reißen wir noch den Rest von der Wand hier weg. Ihr wisst, alles so ein bisschen bröckelig. Habe jetzt schon die ganze Elektronik hier abgeklemmt. Also die Kabel hier, die hier hängen, die sind alle schon tot. Inklusive den Steckdosen hier, das geht alles hier da hoch. Hauptverteilung war hier, da habe ich jetzt meine Lampe wieder angeklemmt. Und würde ich sagen, reißen wir fix die Wand ein. Wenn es auch schon spät heute.
Decke ist komplett unten und die Fliesen und die erste Lage Estrich ist auch raus. Das bedeutet, wir reißen hier noch den Fußboden raus. Schon in der Küche den Fußboden bis zum sandigen Untergrund rausgebrochen. Dazu habt ihr schon ein Video gesehen. Und heute versuchen wir mal den Rest vom Estrich-Fußboden hier aus dem Bad rauszubekommen und hier aus dem kleinen Abstellraum, was die zukünftige begehbare Dusche sein soll. Da der Fußboden hier extrem hart ist, nicht so wie in der Küche, habe ich mir mal hier von einem guten Freund sowas Extravagantes besorgt. Das ist ein 15 Kilo Abbruchhammer und damit hoffe ich, hier den Estrich knacken zu können. Jetzt seht ihr von mir und diesem 15 Kilo Stemmhammer mal einen Zeitraffer, in der Hoffnung, dass ich den Estrich herausgeknackt kriege und dann erfolgreich heute Abend den Estrich beseitigt habe. Nie zu vergessen, hier so ein Ohrenschutz. Den setzen wir auf, dass wir uns nicht die Ohren kaputt machen. Und dann geht es los. Schmerzbefreite Baustellen-Action vom Feinsten hier, also Hut ab. Habe ich zwar jetzt hier die Mauer eingesäbelt, dass das hier genau in der Schneidstelle bricht, da war nichts zu machen.
eins der Katastrophe, wie die früher die Mauern gebaut haben. Absolut unverständlich. Ziegel aus Lehm und normale Ziegel zusammen mit Lehmmörtel aufgemauert. Also, da brauchst du bloß mit der Hand, mit der puren Hand, kannst du da die Wände wegreißen. Und wenn man hier mal guckt, wie viel Putz da aufgetragen wurde. Also Leute, da sind mindestens 4 cm Putz hier. Katastrophe. Nee, also die Wand, die müssen wir hier komplett noch bis dorthin wegreißen. Ja, das wird nicht. Da werden wir hier nochmal einen Schnitt machen müssen. Nützt alles nicht. Willkommen zurück. Zwischen dem letzten Video und heute sind in der Zwischenzeit ein paar Tage vergangen. Zuletzt habt ihr gesehen, wie wir hier den Unterästrich rausgerissen haben. Der ist jetzt komplett raus. Was hier noch so passiert ist in der Küche, hier diese Viertelwand ist noch rausgekommen. Die ist mir eingestürzt. Das war auch bloß hochkant geziegelter Dreck. Wir setzen hier ein neues Fundament, ausgehend von der alten Mauer, dass wir dann unsere Kochnische hier wieder haben, so wie es vorher auch war, und setzen dann hier eine tragende Wand für diesen Träger hier, der aber rauskommt, und dafür kommt ein Sichtbalken rein, der muss abgestützt werden auf der Höhe hier. Wir haben jetzt hier nur noch groben Kies und so Sand drinne. Hier ist unsere Eingangstür für die Küche. Und heute will ich schon mal ein bisschen schachten, weil wir brauchen ja einen neuen Unterästrich. Und dann kommt eine Wärmeschutzdämmung rein und vielleicht eine Fußbodenheizung und einen Fließestrich. Der braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Bauraum als hier diese 4-5 cm. Ja, da schüppe ich heute mal fleißig. Später zeige ich euch das Ergebnis.